Okay, das ist anders. Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir beginnen heute mit einer neuen Runde Satisfactory, diesmal gemoddet. Wie ihr schon seht, ich habe hier ein bisschen installiert. Satisfactory Plus auf Anraten oder als Tipp habe ich mitgenommen. Wir haben diverse Sachen installiert. Wir werden uns das gleich angucken. Natürlich Refined Power auch dabei. Die Sachen, die ich letztendlich beim letzten Mal so ein bisschen gezeigt habe. Die Mark-Spender, den Counter, die Waterpools, um es ein bisschen einfacher zu machen an manchen Stellen. Also sagen wir mal, ein neues Spiel. Wo wollen wir denn beginnen? Ich weiß nicht, ob ich Bock habe auf eine große Wüstenbase oder ob ich mal hier in den nördlichen Wald möchte. Oh, oder wollen wir hier anfangen? Wir machen eine Wüstenbase. Die ist auch schön am Rand gelegen eigentlich, von der Position her. Nehmen wir da. Sitzungsname ist natürlich Svenny's Factory. Wie immer. Modded. So, die Sitzung ist privat. Aktivieren Sie bei Tier 1 zu starten. Wie war das? Wir müssen den ganzen Kram aufbauen und so. Das macht eigentlich immer Sinn. Aber erweiterte Spieleinstellungen. Ja, bestätigen wir. Spieloptionen. Stromverbrauch lassen wir. Keine Freischaltkosten. Bleibt auch so, wie es ist. Alternativrezepte. Das möchte ich gerne haben. Ich möchte nicht nochmal so eine Episode machen, wo ich einfach nur rumrenne und die ganzen Festplatten aussuche. Das ist doof. Ausrüstung behalten. Ausrüstung behalten. Alles behalten. Nichts behalten. Wir machen Ausrüstung behalten. Keine Baukosten. God-Mode machen wir auch aus. Flugmodus machen wir auch aus. Oder lassen wir aus. So. Also nur Alternativrezepte. Fortschritt. Wir fangen wirklich ganz vorne beim Tutorial an. Gehen da durch. Ich werde das natürlich ein bisschen schneiden, damit ihr nicht die ganze Zeit guckt, wie ich ding, 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 ding. Beziehungsweise ist es ja immer ding, 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 ding. Egal. MAM-Forschung schalten wir im Verlauf frei. Im Shop machen wir auch im Verlauf. Phase 0 passt. Kreaturen. Spinnenkreaturen deaktivieren. Nee, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Okay, zurück. Und ansonsten habe ich, glaube ich, noch irgendwo den Spaß drin, dass ich Mod Safe Games. Ja, da gucken wir auch nochmal rein. Force Allow Sheets. Also, die Viecher müssen wir gleich dann eben einmal gucken, ob wir die auf harmlos setzen, weil das möchte ich. Ne, Kampf ist für mich jetzt gerade nicht so interessant. Dafür gibt es andere Spiele. Allows using a console command enable sheets to enable usage of engine sheet commands. Will ich cheaten? Eigentlich will ich nicht cheaten. Nein. Spielstart. So, wir kennen jetzt wieder den ganzen Spaß. Es kommt dieses wunderbare Intro-Video. Das erspare ich euch diesmal. So, jetzt sind wir erstmal gelandet. First object note. Lassen die Uschi vielleicht zu Ende reden? Ich weiß noch nicht. Okay. Plumps. Wir kennen den Spaß hier. Ich gucke jetzt aber noch mal eben nach. Danke. Kreaturen Standard wollen wir nicht. Wir wollen sie auf Vergeltung üben. Nein, wir wollen sie auf Passiv halten. Wie gesagt, ich habe keine Lust auf den ganzen Kampf. Mausglättung einschalten, nicht Mäuseglättung. Automatische Zwischenraumtrennung? Okay. Du hast ungesprochen. Übernehmen. Bestätigen. Aus. So. Viecher gehen mir nicht auf den Zeiger. Ja, wunderbar, habe ich geguckt. Schön. So, was sollen wir jetzt machen? Second object, no. Ja, danke.
drücke Tab. Bla bla bla. Ach ja, den soll ich in die Hand nehmen. Wunderbar. Genau. Zum Scannen. Ping, ping. Okay, das ist anders. Dann nehmen wir die 110 Meter mal in die Hand. Okay. Interessant. Ach komm. Ich brauche dein Zeug sowieso. Na, nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen. Hallo, hallo, bleib hier. Ist noch mal einen in den Arsch. Hehehe. Danke. Ja, ich bin grausam. Bin ein schlechter Mensch, ich weiß. So, jetzt machen wir Ding, Ding, Ding. Einmal Ding, Ding, Ding. Fourth objective, build the hub. Note, okay. To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution, ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so. Jetzt soll ich auf einmal in der Nähe von Eisen bleiben. Hallo? Danke. Hier rauf. Ich möchte das Zeug. Aber es sieht doch hier eigentlich ganz schön aus, ne? Wir sind relativ nah am Eisen dran. Ja, wäre schöner, wenn wir unten sind, aber hier oben ist doch ganz gut. Wir wollen das. Wie wollen wir das denn hinstellen? Ich möchte das mehr so rum haben. Danke. So. Hier einmal reingucken. Hub Upgrade 1. Meilenstein auswählen. So. Und dann haben wir das hier. Congratulations. Okay. You have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Fifth Objective. Complete Hub Upgrade 1. Note. The Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Ach du Scheiße. Okay. Dann machen wir mal das. Ballern wir uns das mal durch. Dann machen wir daraus mal das. Eieieiei. Und wie viel haben wir? Wir brauchen 10. Okay. Und zack, rein damit. Los, weg damit. Danke. Nummer 2. Ich merke schon, es ist komplett anders. Congratulations, you have unlocked building workshop equipment portable miner inventory additional slots hub feature personal storage. Sixth objective, complete hub upgrade 2. Note, okay. Portable miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note, multiple portable miners can be used on a single node. So, machen wir uns das mal in die Liste. Wir brauchen 3 davon, 5 davon. Fünf davon. Das sind 4. Zack. Oh. Was brauchen wir denn dafür? Davon brauchen wir 2 und 4. Zwei. Aber nicht mehr genug von dem anderen Zeug. Das heißt, wir müssen runterlaufen. Das müsste ja jetzt hier unten gewesen sein. Hopp, hopp, hopp. Dann holen wir uns davon auch noch ein bisschen. Ich versuche gerade rauszuhören, ob wir noch We Will Rock You haben oder nicht. Immer auf 100 bewusst, ne? Also. Da, 90,
91, 96, 99 und 102. Nah dran. Hopp. Nah dran. Hopp. Passt. Besser. Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe. Ach ja. Wir dingeldangeln hier. Oh, da ist eine Kiste. Ups. Ja, wunderbar. Ich habe eine Kiste. Schön. Das brauchen wir nicht. Und. Hopp. So, die durchballern. Das ist jetzt interessant. Warum haben wir Eisen ausgetauscht? Also, ja, durch eine Mod. Das ist klar. Aber warum haben wir Eisen ausgetauscht? Weil Eisen bietet sich eigentlich ziemlich gut an, um Eisenbahnen herzustellen. Wir brauchen hiervon 4. So. Fertigen. Da bin ich ja froh, dass ich das so gemacht habe, ne? Mir fällt jetzt erst auf, dass das alles so blau ist anstatt orange. Hm. Egal, du minerst mal eine Runde. Na, guck mal. So. Wunder, Wunderbärchen. Da hinten ist das. So. Dann brauchen wir 20 davon. Dann machen wir erstmal die 20. Da haben wir die 20. Dann brauchen wir 10 davon. Machen wir die mal. Haben wir. Und jetzt brauchen wir aber noch... Ah, okay. Jetzt kommt wieder der fiese Teil. Ja, haben wir. Dann kommt hier nochmal. Und... Zack, zack, zack. Oh, guck mal. Jetzt habe ich schon mal hier eine Hütte, aber die ist noch sehr schlecht eingerichtet. Toll. Ja, Congratulations. You have unlocked hub feature biomass burner. Scanner cool. Feature copper. New cool. Buildings and recipes which can be found in the build menu and craft bench respectively. Cool. Wunderbar. Meilenstein auswählen. Okay. Wir machen jetzt erstmal die 20 hier da rein. Mal, dass wir 20 voll kriegen. Ja, haben wir. Die machen wir jetzt zu Ende. Und dann müssen wir uns Kupfer suchen gleich. So, hier brauchen wir auch 20 von. Dann können wir das nämlich schon mal da reinschmeißen. Zack, zack, fertig. Das haben wir. Jetzt wollen wir im Schmelzofen. Und wir haben Strom. Stromschaltung. Okay, wir brauchen Kupfer. Biomass Burner ist auch schon da. Wir haben auch hier Biomasse. Unfassbar viele Biomasse. Kupfer. Es heißt einfach nur anders. Danke. Leck mir ja eine Füße. Gott, ist das weit weg. So. Ich hätte mir einen Miner mitnehmen sollen. Manchmal bin ich ein bisschen blöd. Aber das kennen wir ja. Na, ihr kennt mich ja alle schon. Quantumkristall. Nice. Ja, hüpf, hüpf, hüpf. Okay. Ja, nie aufregen hier. Ja, ruhig bleiben, Kollege. Ganz ruhig. Ich habe was für dich. Pum, pum, pum. Danke, das brauchte ich nämlich. So, unrein. Kriegt mir fast nichts raus. Ich muss jetzt, weil ich dumm bin, muss ich Sachen erstmal, ne? Ihr wisst. Ehrlich gesagt bin ich gerade froh, dass ich damit angefangen habe.
also nicht gesagt habe, Tutorial überspringen, weil dann hätte ich jetzt den Hub dahin gebaut und hätte quasi nichts mehr gerafft. So. Ja, komm. Auf die 60 gehen wir noch eben. Und 60. So. Danke. Dumpti-dumpti-dumpti-dum. Dann machen wir uns jetzt den Kupferspaß hier. Das ist echt unpraktisch. Das, also Eisen ist nah dran, aber Kupfer ist weit weg. Das gefällt mir nicht. Aber ich will jetzt auch nicht sofort umsiedeln. Natürlich. Und da. Dann müssen wir daraus. Okay, dieser extra Zwischenschritt, der ist irgendwie nicht nötig, wie ich finde. Jawohl. So, wir brauchen Kupfer. Aber jetzt weiß ich, was gemeint ist mit, ja, es erhöht die Komplexität ein bisschen. Also man könnte sagen, maximal. Ja, schon dabei sind, komm. Danke. So. Ja, war klar. Dann ballern wir die einmal durch. Und dann können wir die 20 gleich darüber legen und ich gehe davon aus, wir haben jetzt 60 und können, ja, 1 zu 2, okay. Ja, hier genau. So, die schon mal rein. Dann können wir hier den machen. Und erstmal die 20 da rein. Boom. Schließt die Einführungsphase ab. Ja, ist schön. Das haben wir. Congratulations. Oh. You have unlocked scanner feature limestone. New okay. Buildings and recipe. Rubite, sie heißen einfach nur anders. Wunderbar. So, dir kann ich jetzt Treibstoff einfüllen. Und zwar hätte ich da ein bisschen Holz. Das bringt mir aber nicht viel. Das wollen wir auch noch nicht. Vorne haben wir mehr Holz. Scanner-Feature. Ja, hat er nicht gerade gesagt, Scanner-Feature Limestone habe ich? Sag mal, Kollege, wolle du mich veroppeln? Okay, das ist das. Ich muss gestehen, ich blicke noch nicht so ganz durch, weil ich würde jetzt gerne Beton machen, aber muss ich jetzt erst den anderen fertig machen? Was ist Crushed? Ich bin maximal verwirrt. Ich gebe es zu. Wir machen uns jetzt einen Schmelzofen. Einen Schmelzofen. Wir machen uns keinen Schmelzofen. Holy. Beton. Was brauche ich für Beton? Crushed Stone. Und aus... Nehmen wir... Crushed Stone mache ich aus? Okay. Ach, das heißt, aus dem Zeug kann ich alles machen. Hä? Okay. Wild. Wilder Umgang damit. Und du bist fertig, ne? So. Alles nehmen. Immerhin sind 200 drin. Gefällt mir. Du gehst hier hoch, da lang. Da hoch.
Okay. Ich verstehe. Daraus kann ich das machen oder das. Gut. So langsam komme ich so ein bisschen dahinter. Es ist, ich finde es immer noch wild. Ich ziehe jetzt erstmal den Kupfer durch. Dann bastle ich mir den Spaß. So, was haben wir gesagt, brauchen wir hierfür? Natürlich brauchen wir noch Kupfer. Das war doof. Was brauchen wir für den Kollegen? Da machen wir uns einen. Machen wir uns noch einen zweiten? Ich meine, das ist nur eine Eisenplatte. Dann kann ich hier wenigstens zwei von machen. Weil ich muss jetzt da hinten eine ganze Menge Kupfer wiederholen. Eieiei. Also mit der Komplexität habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Schön finde ich, dass die Dinger stacken. Hack mir in den Tisch. Fällt gerade auf, dass ich das Spiel immer noch stumm habe. Keine Musik darunter. Aber irgendwann geht einem die Spielmusik auch auf den Zwirn, muss ich ja ehrlich gestehen. Dahin, dahin. Bis ihr steht, ne? Guck mal, was ich schon abgebaut habe, bis ihr erstmal anfangt. Leute! Ja, immer weiter bohren. Oh, ja, geht doch. Holen wir uns mal hier 20 und dann gucken wir, was die beiden schon geschafft haben. So. Dort haben wir. Oh, alles nehmen. Ja, ihr könnt erstmal. Was ist das? Ich habe das Gefühl, ich höre hier Sachen, aber irgendwie seltsam. Bitte, bitte mach es nicht strahlend. Sieht so strahlend aus, aber es ist strahlend. So. Also, wir brauchen. Als erstes brauchen wir mal das Zeug. Das basteln wir um. Dann brauchen wir das. Daraus machen wir das. Daraus machen wir das. Jetzt haben wir das schon mal fertig. Jetzt brauchen wir hier oben den Kollegen. Dann machen wir jetzt mal so. Soll reichen. Dann machen wir ein paar Eisenstangen raus. Und Eisenplatten brauchen wir auch noch. So, jetzt setzen wir uns dort einen Schmelzofen hin. Können wir einen zweiten daneben setzen? So. Und wir können hier durchgehen. Dann brauchen wir Schraube und Kupferstangen. Schraube und Kupferstangen.
Hier brauchen wir Schrauben und Kupferstangen. Kupferstangen machen. Ich habe keinen Kupfer mehr. Und ich habe meine ganzen Stangen schon in Draht versorgt. Ich muss gestehen, das bin ich selber schuld. Ich war doof. Wann haben wir Wölfe hier? Und wir laufen, 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 laufen. Und wir laufen, 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 laufen. Und wir laufen noch ein Stück. Ja, heute haben wir den Laufsimulator mal wieder. Wir sind noch am Arbeiten. Ja, 73. Falsche Richtung. Oh, hier bin ich froh, wenn wir das automatisiert haben und uns ein Förderband dahingelegt haben. Egal wie schnell, aber alles ist besser als das. Ja, der Anfang bei diesem Spiel, er ist immer wieder nervig. Und ich muss sagen, hier gerade das, gleich das Sammeln von dem, ich hoffe, wir kommen schnell an die Refine Power Mod ran. Ich will Windenergie haben. Dahin. Was habe ich gesagt, das brauchen wir? Ich brauche einen davon. Kabel haben wir. Konstruktoren. Ach du Scheiße. Für Schraube brauche ich Eisenstangen. Schrauben brauche ich noch zwei. Haben wir. Dann brauchen wir noch Kupferstangen. Kupferstangen. Dafür müssen wir das Zeug umwandeln. In das Zeug. Um dann das zu machen. Da haben wir meine Kupferstangen. Wir setzen hier einen Strommast hin. Verbinden den mit einem Strommast, den wir hier hinsetzen. Und verbinden diesen mit jenem. So. Du sollst mir... Ich muss den... Uiuiuiui. Die packen wir rein. Das brauchen wir. Ui. Okay, das ist deutlich schlimmer, als ich gedacht habe. Ich brauche auch noch Beton. Egal, das haben wir uns schnell geholt. Ah, das können wir auch aus dem Zeug machen. Okay. Was mache ich hier? Ja. Die verstärkte Eisenplatte, die braucht... wie viele brauchen wir? 10. Und wir brauchen nochmal 20. Dann haben wir ungefähr einen Überblick, was wir brauchen. Wir brauchen 80 Eisenplatten. Okay. Also ich muss sagen, das Tutorial
zieht sich durch die Plus-Mod, ich vermute, dass es Plus ist, dann doch etwas in die Länge. Allein schon dadurch, dass von der Zeit her, bis ich die einzelnen Sachen kriege, die Reihenfolge falsch rum ist, gefühlt. So, da haben wir unsere 80 durch. Jetzt brauchen wir Eisenstangen. Um daraus den Spaß zu machen. Und da müssen wir 120 hinkriegen. Ist auch nicht so ganz stimmt. Bin jetzt bei 98. Gucken wir mal. Gott sei Dank, das Eisenzeug ist ja relativ nah. Okay. Ja, jetzt müssen wir daraus die machen. Und zwar ziehen wir eben durch. Und die schon mal da rein. Beton fehlt uns. Die sind zu teuer. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Achso, nur kurz am Rande. Das wird hier keine Season 2, weil mit der 1.0 so nah dran. Also nah ist relativ irgendwann in diesem Jahr, aber ich habe für eine Season 1, eine ursprüngliche Season 1, so unfassbar lange gebraucht. Da wäre es irgendwie ein bisschen dämlich, jetzt die anzufangen. Um dann irgendwann zu sagen, ja, nee, hören wir jetzt mittendrin auf. Ich werde eine Season, also ich werde irgendwann die aktuelle Season, die wir hatten, zur Preseason erklären und die wirkliche Season 1.0 wird zur 1.0 kommen. Ich habe einen Plan. So. Wollen wir doch mal gucken. Mein Plan sieht im Moment vor, dass ich dieses Tutorial hier abschließe. Cool. Oh, es gibt noch eins. Congratulations, you Danke. Have unlocked building. Woraus macht man Templates? Was denn? Ah, dafür muss ich das andere Zeug noch finden. Okay. 50 Stangen. Oh Mann, ist das wild. Ich habe noch nichts automatisiert. Und aufgrund des Mangels an Strom werde ich auch erstmal das hier nicht automatisieren, sondern erstmal schön weiter dengeln. Eine Sache, die mir gar nicht gefällt. Aber okay. Machen wir mal die 50. Oh, rein da. 20 Kabel brauchen wir. Kabel.
So. Ich bin ehrlich, es sind zu viele Zwischenschritte. Das ist echt. Also, das ist echt schon hart. Aber gut. Dann holen wir uns mal Kabel hier raus. Und sage Kabel da rein. Haben wir noch Platten? Ich jetzt. So, das haben wir. Und das ist das Zeug, was ich brauche. Hi. Wo wollt ihr hin? Musst du mit aufhören abzuhauen? So, was ist das? Du bist ganz normal. Okay, du bist ganz normal Eisen. Du bist gelb. Ich hole mir jetzt bewusst die Schnecken schon mal, wenn ich schon mal hier bin. Dann holen wir uns Kupfer. Holy crap, damit habe ich echt nicht gerechnet. Komm her, Dicker. Sag mal, wie viel hält der aus? Er ist einer von den Großen, aber... Ja. Ah, ich war in dir. ja, lassen wir das. So. Das brauchen wir ja Gott sei Dank auch immer. Dann holen wir uns auch direkt die Yellow Slug.
Da ist mein Dingens, da ist das. Dann gehen wir erstmal dahin. Und dann holen wir uns das Kupfer. Ich weiß, dass da auch noch eine Schnecke ist, aber die brauche ich gerade nicht. Vor allem komme ich da, glaube ich, gerade gar nicht dran. Oh, seid ihr schon so voll? Das wiederum ist etwas, was mir gefällt. Das dürft ihr gerne so weitermachen. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Und alles nehmen. So, jetzt muss ich nur noch mein Kupfer wiederfinden. Welches ich... Ja, ja, Spannung. Oh, ihr seid mal voll. Das ist ja auch schön. Kupfer. Alles nehmen. Alles nehmen. So. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon an? Okay, wir haben ein bisschen Gras, wir haben ein bisschen, also Blätter, und wir haben ein bisschen davon. Okay. Geht, dass wir eine Schnecke in den Dingens hätten? Ach komm, wenn wir schon dabei sind, holen wir uns auch direkt noch hier so eine Berry. Und ja, ich sehe den Klotz da, aber ich brauche ihn nicht. Okay. Jetzt brauchen wir das Zeug. Ich bitte. Gehen wir mal dahin. Gehen wir mal hier hin. Ja, 26, brauchen nur 25. Die machen wir uns auch direkt. Dann können wir die nämlich hier reinschmeißen. Und jetzt fehlt nur noch mehr Beton. Für mehr Beton brauchen wir Crushed Stone. Crushed Stone braucht Eisen. So, Nüsse da hoch. Das ist ja alles nicht so optimal. Aber ich stehe hier schön auf diesem Felsplateau. Das ist doch super. Machen wir uns das mal. Wir brauchen 100 Beton. Ja, warten wir so lange, bis der da auf 100 steht. Wovon ich befürchte, dass es nicht der Fall sein wird. Oder? Doch, könnte klappen. Das ist schön, wie der immer so tak, 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 da unten hochzählt. So. Eieiei. Ich habe ja ein bisschen Schiss vor Refined Power, wenn da auch die Rezepte angepasst wurden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber andererseits könnte das auch wieder alles schwer sein. Ich habe keine Ahnung, was so ein Windrad kostet. Und ich könnte gerade echt Windkraft sehr gut gebrauchen. Ja, danke. Rein da nehmen. Upgrade 6. Windturbine, oh, danke. Einstein.
Hoi, hoi, hoi. So. Brauchen wir eine ganze Menge Scheiß. Ganze Menge Scheiß. Wieder 25 von dem Tinfoil. Congratulations, you have unlocked. Ja. Yeah. Tinplates. Wir brauchen Tinplates. Für Tinplates brauche ich die Kollegen. Dann machen wir die erstmal. Fangen wir damit an, dann sind wir rechts schon mal durch. Sollte die auch herstellen und nicht nur darauf achten, dass ich so viele herstellen kann. So, rein damit. Dann brauchen wir wahrscheinlich Tin Rods, um Tin Wire zu machen. Natürlich, Tin Rods für Tin Wire. Wir brauchen 50 davon. Wie ist hier das Verhältnis? Eine macht zwei. Eine macht eine. Da bin ich 25. Dann mache ich hier 25. Dann kriege ich hier 50 raus. Uiuiuiui. Bob. Fertig. Was brauchen wir noch? Wir brauchen 50 Eisenplatten und 50. Okay. Ich verstehe den Satz, das fügt ein bisschen Komplexität hinzu. Halte es für die größte Untertreibung. Aber okay. Ich mache jetzt das Zeug, damit ich da unten wieder 100 machen kann. Beziehungsweise ich brauche nur 97. Ja, jetzt müsste da unten 97 stehen haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist schön, wie wir aus dem einen Sack den anderen Sack machen. Kupfer. Wie ist hier das Verhältnis? Auch wieder 1 zu 2. Wir können im Moment 44 machen. Ich brauche 100. Das heißt, wir brauchen mehr von denen. Und da warten wir, bis hier unten 100 steht. Okay, das ist ordentlich. So, nun brauchen wir 50 Eisenstangen. Wir können schon 57 machen. Die kommen jetzt erstmal da rein. So, und was wir noch brauchen, ist das Zeug.
Das wird jetzt alles in Ding jetzt gemacht. Und es wird nicht reichen, oder? Na doch, könnte, könnte, könnte. Ach, ich hatte ja auch noch welche. Egal. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Und fertig. Congratulations, you have unlocked building space elevator, building biomass burner, part biomass. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provide additional knowledge. Note, future. So, das haben wir. Muss der Kollege erst andocken? Stufe 0. Counter. Einstein auswählen. Ja, komm, mach das mal eben. Hätten wir gerne. Stufe 1. Simple Logistik. Perfect Circles. Glass Walls. Da kommen wir ja bald. Ei. Uiuiuiui. Haben wir hier Destruction of Nature? Base Building? Research. Da haben wir das MAM. Ich gucke jetzt so ein bisschen nach dem Zeug für Refined Power. Wir haben Biomass Energy. Hier sind schon mal so ein paar Sachen, würde ich behaupten. Uiuiui. Ach, du Schande, worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Ah, warum kehrten die erst in 10 Minuten zurück? Was soll denn der Quatsch? Okay, das war, glaube ich, immer so. Okay, das haben wir. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Miner zu bauen und das ist... Needs a drill to run. Okay. Oh, okay. Crusher. Any rubber must be crushed in order to be able to use them properly. Oh, no way. Ich habe ja so viel. Automated Biomass Burner, das wäre ja schon mal ganz nett. Aber wir wollen... Ach, nur 10. Okay, 10 Megawatt. Ja... dann hätten wir 100 Megawatt. Das wäre ja schon mal was. Okay. Das heißt... ich würde sagen, wir fangen mit Strom an. Mein Plan fürs nächste Mal ist, 10 von den Dingern aufzustellen. Es klingt hier gut nach Wind. Sind ja auch in der Wüste. Da kann er schon was. Was ist da eigentlich? So, das ist, glaube ich, auch Eisen. Hui. Das ist ordentlich. Ich bin ein bisschen platt, ein bisschen überwältigt von dem, was ich hier alles so sehe. Und es ist ja... Ja, okay, das habe ich mir auch nochmal... Nee, das ist, glaube ich, Standard sogar. Simple Conveyor Belt. Die Circles sind... okay, die habe ich mir extra geholt. Aber...
Junge, Junge, Junge. Was mich hier alles erwartet. Uiuiui. Ui, ui. Muss ich gleich erstmal gucken, wie ich ein schönes Thumbnail dafür zusammenkriege. Ja. Das wird auch noch interessant. Ich sag mal so. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Beim nächsten Mal setzen wir uns ein bisschen Strom und dann fangen wir mit Automatisierung an. Ja. Tschüss.